Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Pokémon Platin. Wir sind hier immer noch auf der Route 200 irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mal nachgucken. Wir sind auf der Route... Moment. 214. Wir zählen tatsächlich rückwärts. Wir hatten hier 215, jetzt sind wir auf 14. Ist sie 13? Ja. Gott, wir sind rückständig. Wir gehen quasi zurück. Normalerweise ist es so, dass wir immer höher werden statt tiefer. Jedenfalls sollten wir zurück ins Pokémon Center gehen. Wir haben uns ja einen Hundusser gefangen in der letzten Folge und das würde ich gerne ins Team aufnehmen. Weil wir dann endlich etwas haben, das uns die nervigen Eis-Pokémon von den Hals hält. Und die nervigen Psycho-Pokémon. Wenn das nächste Mal ein Kadabra kommt, das meint ihr Amok laufen zu müssen, können wir es einfach auslachen. Liebisch. Wir können aber erstmal so einen Pokémon heilen. Das ist vielleicht auch keine so schlechte Idee. So. Dann würde ich mal sagen, loggen wir uns kurz ein. Wir haben uns das Hundus noch gar nicht angeguckt, tatsächlich. Es ist zaghaft. Interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Wir haben Feuerfänger, was schon mal sehr gut ist. Wir haben keine Feuerattacke, was ziemlich mistig ist. Aber hey, immerhin haben wir eine Unlichtattacke. Naja, mit 40 Angriffen werden wir bestimmt schon irgendwas reißen können. So, dann tausche ich die zweimal. Dann geht Espa auf die Bank erstmal. Und dann brauchen wir nur noch ein Level-Up und dann entwickelt sich das Hundus ja schon. Habe ich noch einen Sonderbonbon oder habe ich den schon verteilt? Ich weiß, dass ich den schon verteilt habe. Ach ja, so. Ja, perfekt. Dann jetzt nur noch das. Und natürlich müssen wir noch das Level hier hochstellen. So. Perfekt. So, wenn sich das mit einem Level schon entwickelt, dann sollten wir das Level vielleicht mal eben kurz machen. Oder ihm das Level geben. Ich habe den doch bestimmt schon verteilt, oder? So wie ich mich kenne, habe ich den doch garantiert schon verteilt. Aha, sieht danach aus. Tja, wie viel brauchst du? Dann müssen wir das Level ab eben auf die altmodische Art und Weise holen. 2000. Das kriegen wir hin. Hey, wollt ihr zwar nicht zufällig kämpfen? Möchtest du gegen uns kämpfen? Ja, klar. Wir werden deine Fähigkeiten als Trainer genauestens untersuchen. Ich wusste, ich muss ein Magnetilo haben. Naja, immerhin können wir mit dem Trassler kurz einen Prozess machen. Ich würde ja Erdbeben einsetzen, um das Magnetilo kaputt zu machen, aber naja, dann machen wir unser eigenes Hundus damit kaputt. Und da wir es leveln wollen, ist das vielleicht nicht gerade so das, was wir machen wollen. So geht's doch auch. Ah. Ein bisschen EP tut auch ganz gut. Ich habe zwar verloren, aber mein Herz klopft ganz schnell. Was für ein Kampf! Ich überlege gerade. Überlegen bitte mit CH, überlegen. Das sind jetzt nur noch 1860, ja, das kriegt man ja hin. Wir suchen uns einfach einen Trainer, wie den da zum Beispiel. Der scheint schon noch... Ey, komm her! Ja, gegen den haben wir schon gekämpft. Team IT. Nein, warum nicht? Oder wäre ein Psycho gewesen, der wäre perfekt gewesen. Bitte? Ein kleines Kind wie du will mir etwas über Pokémon beibringen? Ey, ja, ich bin kein kleines Kind, ne? Ich wünschte, wir hätten eine Feuerattacke. Wir haben Smog.
Wir beißen es einfach. Also wehe, die Kraftreserve ist effektiv. Naja, so viel Schaden möchte ich, glaube ich, das kriegen wir vielleicht hin. Oder auch nicht. Das sind die Kraftreserve. Kampf? Wir werden es nie herausfinden. Und noch eine Bomberdamm. Wieder rein. Na, mal das zurückschreckt, dann wieder zurück. Ich weiß gar nicht, welchen Zweityp das in der Form hat. Ist das die Stahlform? So sehr habe ich mich leider nie mit Bomberdamms befasst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na, ich glaube, es ist die Stahlform. Gut, dass uns der Käfer bis hässlich wenig kümmert. So. Und wieder einsetzen. Ich glaube, sobald es sich entwickelt hat, irgendwie den Part durchhaben, dann nicht, dass man ein bisschen auf der Witze bei den anderen aufschließen kann. Das ist die Bodenform. Das erkennt man ziemlich gut. Und die Sau hat das auch noch überlebt. Ach, beißen wir es einfach. So. Sehr gut. Wäre das auch geregelt. Na, nehmen wir mal einen Trank. Was da unten ein Psycho ist, könnte... Ah, hier war ja ein Item irgendwo. Das hier wäre eins gewesen. Da? Eine sehr unübliche Stelle. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du. Ertappt. Naja, mein Geist-Pokémon. Damit können wir arbeiten. Naja, die verfolgen wirklich viel Schaden machen. Wie süß. Oh, ein Kadabra. Das können wir jetzt endlich auslachen. Es sei natürlich, es hat Kraftreserve, Kampf oder so ein Schrott. Oder Fokusstoß. Oder Aussetzer. So. Na, schön, Level up. Und unser Hundluster entwickelt sich auch schon. Sehr schön. Solo-Begriffe. Frisch gefangen, gleich weiterentwickelt. Sehr gut. Haben wir gleich ein schönes Hundemon.
Und aus dem 40 Angriff sind mal eben 56 geworden. Gefällt mir gut. Ja, mit 52 Initiative ist es auch gar nicht mal so langsam. Okay, dann packe ich mal Rene wieder nach vorne, weil es entwickelt sich ja auch schon bald. Und Hades werde ich dann oft weiter trainieren. Ich hoffe, das ist okay. Oh, hallo Rion. Ha. Die EP nehme ich mit. Irgendwie dachte ich, das gibt mir ein physisches Item, oder? Ja, ein Carbon. Ist ja bei Medizin, ich vergaß. Hierop, das sollte auch ganz gut EP geben. Immerhin ist das schon weiterentwickelt. So. Damit haben wir die ersten 1000 EP schon mal fast rum. Noch irgendwo ein Item? Ja, Moment nicht. Daher kam ich also auf den Trichter, dass hier irgendwer in Rion eine Wanze Wilde gibt. Meine Sammlungsliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So, was tun Sammler normal? Wenn du deine Sammlung kaputt machst? Da steht sich der Sinn da nicht ganz am Vordergrund. Okay. Was hast denn du? Ein Blitzer. Naja, versuchen wir es. Wir sind ziemlich überlevelt. Ernsthaft. Natürlich treffen wir nicht. So werden wir nie treffen. Sagte sie und traf. So, der Kampf kann jetzt nur bald dauern. Ich kürze mal ab. Hey, na, wie geht's? So, bevor du mit deinem Kack-Sandwirbel nochmal ankommst, mach ich dich wieder ganz kaputt. So, hast jetzt davon. Naja, Flamara wird endlich ja mit Grünes zu kriegen. Das letzte ist dann bestimmt Aquana. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Man hat das eine ziemlich gute Spezialverteidigung. Noch ein Volltreffer, wie schön. Ach ja, ein wunderschönes Aquana. Ja, wir werden eine Weile mit dem Teil beschäftigt sein. Glücklicherweise macht das auch nicht wesentlich mehr Schaden auf uns. Vielleicht verwirren wir es ja. Da, setzt euch hin, nehmt euch Popcorn, holt euch was zu trinken. Ihr könnt auch noch kurz in den Supermarkt stratzen, euch was zu trinken und Popcorn holen. Wir sind hier noch eine Weile. Keine Sorge, wir rennen euch nicht weg. Der nachfolgende Kampf verzögert sich um 10 Stunden. Wenn wir es denn nur wenigstens noch verwirrt hätten. Wird der Kampf vielleicht ein bisschen schneller gehen?
Tresen daneben. So, jetzt will ich mal ein Level-Up dafür. Wehe bin ich. Das war ein Scheißkampf. Dankeschön. So. Meine Fresse. So, und Migräne entwickelt sich auch endlich. Und damit haben wir ein Enterhorn. Meine Güte, das ist zwei Entwicklungen in einem Part. Finde ich gut, können ruhig mehr sein. Mal schauen. Immerhin, ich habe leider Entons Werte vor der Entwicklung nicht mehr im Kopf. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die gestiegen sind. Ich denke, der Spitzangriff scheint mir ziemlich hoch. Was haben die anderen und so? Naja, so sehr hoch ist das gar nicht, wie ich dachte. Ach, wir könnten jetzt eigentlich mal wieder kämpfen lassen. Es hat ein bisschen darunter gelitten, dass so viele Pokémon sich jetzt noch entwickeln wollten. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch Elf entwickeln und unser Team ist vollständig ausentwickelt. Und wir haben eine Großwurzel. Wir haben nur leider keine Attacke, die KP heilt. Außer Edelsam. Ich glaube, bei Edelsam bringt die Großwurzel nicht viel. Will ich aber nicht beschwören, ich könnte mich irren. Ich bin ein wenig raus. Ein wenig sehr. So, mit der Route sollten wir fertig sein. Sind wir am Kühnheitsufer mittlerweile angekommen. Ah, wie die Fassaden wir schon. Wenn das hier ein höheres Level hat, aber ich habe keine Lust, jedes Mal, wenn wir irgendwo eine neue Route sind, ein Bidifass zu fangen, weil das ein, zwei Level höher ist. Ich meine, im DV wären es mehr, aber da ist ein Item. Ein Staravia. Na, wir müssen uns mal langsam wieder an unsere Ein-Pokémon-Pro-Route-Regel halten. Ich muss mal langsam wieder was fangen. Möchte ich was fangen? Ich könnte das Staravia genauso gut besiegen. Das wird ganz schön mit EP gehen. Dann müssen wir wieder Bälle kaufen. So. Staravia, das Star-Pokémon, Staravia verbergen ihre Schwäche in Gruppen. Sind sie allein, kann man sie an ihren lauten Rufen erkennen. So, können wir unserem Blitz gleich einen Trank geben. Und damit es demnächst auch weiterkämpfen kann. Los, haben wir hier einen Hyperball. Schön, haben wir den Hyperball gleich wieder, den wir gerade verschmissen haben. Und das nächste wilde Pokémon, was mag es sein? Das ist ein Levelschwäche. Nehmen wir mit, das ist immer weiterentwickelt und so sehr auch gar nicht mal unterlevelt. Ich glaube, die Trainer hatten das ähnlich auf ein ähnliches Niveau. Aber noch so eins und wir kriegen ein Level-Up. Und darum geht's da schließlich. Ein wildes Gerafarik. Jetzt wird es irgendwann ein bisschen von Staravia gefangen. Das ist schon Gerafarik. So, und da gibt's gleich ein Level-Up für. Man sagt, in diesem lebe ein legendäres Pokémon. Ich
möchte es gerne mit meiner Kamera aufnehmen, wie ich das schon früher bei anderen Pokémon gemacht habe. Ich habe damals das rote Gyarados am See des Zorns gefilmt. Ja, also wenn du hier stehst und in die falsche Richtung guckst, wundert es mich nicht, dass du es noch nicht gesehen hast. Was soll ich denn tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder? Die Leute in dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ach, ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Wenn ich doch nur ein Itemradar hätte, damit würde ich ihn in der Hand umdrehen finden. Alles klar. Stopp, stopp, stopp! Ja, dich meine ich! Mit Sonnewick, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Reißen die da die Straße auf? Mi? Da ist was. Das muss hier unten irgendwo sein. Ne? Ein Hör. Ich mag dieses Itemradar total gerne, weil das die Itemordnung so super leicht macht. So, ein AP+. Ich glaube, das möchte ich Kurmas Erdbeben geben. Das haben wir nämlich nicht so häufig. Und Erdbeben ist eine ziemlich gute Attacke. Ich bin ein Vollidiot. Naja, dann hat es eben öfter Biss. So, wo ist die Rezeption? Das scheint mir die Rezeption zu sein. Dann suchen wir diesen komischen Schlüssel. Das ist noch nicht, das ist ein Gelbstück. Eins, zwei. Das ist eine Perle. Auch das ist nicht der Schlüssel, den wir suchen. Ich bin dazu doof, dass man hier vom Fahrrad runtergeht. Was soll denn das? Das ist er ja. Madame, ich habe Ihren Schlüssel. Was mache ich dir jetzt nur? Ich habe den B-Schlüssel verloren und ich weiß nicht wo. Oh, das ist ja der Schlüssel zu meinem Bungalow. Du hast ihn für mich gefunden? Das ist aber süß von dir. Dankeschön. Hallo, kriege ich auch ein Dankeschön? Hallo? Vielen Dank für deine Hilfe. Hier habe ich ein kleines Dankeschön. Eine weiße Flöte erhalten. Eine weiße Flöte, eine durchsichtige, gläserne Flöte, die wilde Pokémon anziehen kann. Wow, danke schön. So, was haben wir hier Hübsches? Hi. In unserem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Menüs. Der werte Gast kann auch an Kämpfen teilnehmen. Bon Appetit. Ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, um Hades hier ein bisschen zu trainieren. Ich meine nämlich, die haben alle nur ein Pokémon. Guten Tag. Hier ist der Hauptgang. Ja, was gibt's? Möchtest du gegen mich antreten? Oh, es sind Doppelkämpfe. Hi. So, ich hoffe, das Maschok rumpst unser Haar ist jetzt nicht gleich mit einer Kampfattacke um. Das wäre ziemlich bedauerlich. Doch, tut es. Umgerumst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war Pech. Mieses Pech war das. Au. So. Geht doch. Warum denn nicht gleich so? Und ein Level-Up für Endphase. Sehr schön. Gefällt mir.
Oh, versuch Horrorblick zu erlernen. Nein, danke. Und ein Bronze. Naja, da wir ja keine Rücksicht darauf nehmen müssen, ob das irgendwelchen Effekt auf Elfa hat, weil Elfa ja ein Flug-Pokémon ist, können wir hier einfach mit dem Erdbeben und mal gucken, ob das halt Schwebe hat. Jo, es hat Schwebe. Schön. Ja, ich würde sagen, dann beißen wir es einfach tot. So. Totgebüschen. Es entwickelt sich. Und ich habe gar keine Grafik davon vorbereitet. Also, dass der Fall eh gleich vorbei ist. Nee, da habe ich leider noch keine Grafik für, aber wir haben jetzt ein X-Bad. Wie schön. Das ist also total Horrorblick zu lernen. Nein. Immer noch nicht. Jana, ich hoffe, dein Geschwisterchen wird aber genauso ein wunderbarer Mensch, wie du es bist. Oh, wie nett. Ja, wir haben jetzt endlich ein X-Bad. Gott, das ist halt schnell. Jedenfalls, wir können jetzt auch die Sanftblöcke runternehmen. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich dann eine Grafik für X-Bad gemacht habe. Und ich glaube, ich gehe kurz immer auf die Pokémon heilen. Sehen wir uns hier gleich an gleicher Stelle wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich wie immer Tschüss.